Aufmerksamkeit bitte. Konkret setzt sich der VPOD Kanton, es ist wichtig, dass man sagt, der VPOD Kanton, nicht nur der VPOD. Ich meine, der VPOD überhaupt ist einfach eine ganz tolle Gewerkschaft, wehrt sich gegen das Einschleichen und beziehungsweise auch gegen den Abbau der Dienstleistungen beim Service Public. Und denken wir nur all an unsere erfolgreichen Kampagnen bei der Privatisierung der Spitäler. Was uns verbindet, dass wir uns nicht scheuchen, unsere Haltung aufzuzeigen und der VPD mit ihr und seinen politischen Sekretärinnen und Sekretären verhütet mit ihrem grossen Engagement und ihrem besonnenen Verhalten auch Schlimmeres. Grand merci. Wir können stolz sein auf die vergangenen 100 Jahre und in diesem Sinne danke ich allen, die das Jubiläum möglich gemacht haben. Und wünschen uns allen ein heites, verschwindendes Fest. Wir haben natürlich noch ganz tolle Musikgruppe hier in Wittschen. Und jetzt haben wir unsere wunderbare Präsidentin, Michelle Dünkel, und ich darf es morgen.
das Wort übergeben und nachher am Herrn Lotter. Und nachher haben wir noch unsere Regierungsrätin, die uns eine Videobotschaft übergeben wird. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt ohne Störgeräusch, aber immer noch mit Hall. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Anwesende, ich verzichte noch. Ganz auch ohne, hören Sie mich? Okay, also wunderbar. Jetzt? Ja. Okay, also jetzt dafür wieder mit Hall, aber begrüßen lasse ich jetzt weg, weil jetzt habe ich euch genug lang Hoi gesagt, oder? Ich freue mich sehr, euch heute zu unserem 100-jährigen Jubiläum zu begrüßen von der VPD-Sektion Kanton. Wie sich's gehört, habe ich mir in den vergangenen Tagen einige Gedanken gemacht, was ich heute Abend wollte sagen. Weil die Frau will ja nicht einfach so drauf los schnurren und im Eifer vom Gefecht dann auch noch das Wichtigste vergessen. Und schließlich ist das jetzt nur so das erste oder beziehungsweise nach Evelyn das zweite Hallo von ein paar. Und da wird man ja schon etwas sagen oder auch noch zuhören. Ja, ich merke, ich habe es mir wirklich lange überlegt, aber jetzt lassen wir den Spass mal beiseite und fangen wirklich an. Seit ein bisschen mehr als einem Jahr darf ich beim VPOD quasi fast an vorderster Front mit dabei sein. Ich habe in diesen Monaten auf den verschiedensten Ebenen erlebt, wie wichtig die Existenz und die Arbeit des VPOD und damit natürlich vor allem die Arbeit von unseren Gewerkschaftssekretärinnen und Sekretären ist. Ich habe hautnah und sehr direkt in meinem Umfeld miterleben, wie unsere Sekretärinnen und Sekretäre Mitarbeitenden in Krisensituationen beigestanden sind und ihnen zu ihrem Recht verholfen haben. Und ich bin tief beeindruckt und auch fast ein bisschen neidisch, weil nicht jeder von uns nimmt tagtäglich mit seiner Arbeit so direkt Einfluss auf das Leben von anderen Menschen. Ich meine, ich arbeite mit Computern und Daten und Zahlen und ob jetzt das Komma dort ist oder nicht, kommt, ja gut, wenn der Satz, je nach Satz kommt es schon drauf an. Aber ich nehme an, ihr wisst, was ich meine. Unsere Gewerkschaftssekretärinnen und Sekretäre machen das aber Tag für Tag für die Angestellten des Kantons Zürich. Und ich finde, die 100-Jahr-Feier von unserer Sektion, das ist die richtige Gelegenheit, um euch, aus in der Arbeit und auch allen natürlich, einmal ein riesengroßes Merci auszusprechen. Ja. Ja. Deshalb hast du meine Rede vorher nicht gegenlesen. Genau. Aber natürlich sehe ich schon auch das Big Picture, den grossen Platz und nicht nur den Einzelfall. Wir als Gewerkschaft sind nicht nur für einzelne Arbeitnehmende da. Nein, wir vertreten das Kollektiv von allen Angestellten des Kantons Zürich. Wir setzen uns für einen starken Service Public ein, gegen Privatisierungen, gegen den Abbau von Sozialleistungen und für gute und vor allem zeitgemäße Arbeitsbedingungen. Doppelseitig ausdrucken das nächste Mal. Schön, machen die auch ein bisschen mit. Genau. Und dass wir als Kollektiv das können, das verdanken wir dem Solidaritätsgedanken von unzähligen Mitgliedern der VPOD-Sektion Kanton. Sie brauchen vielleicht im Einzelfall keine Hilfe, sind aber mit ihrer Beitragszahlung solidarisch mit denen, die Unterstützung brauchen und ermöglichen es uns gleichzeitig, für die Interessen von allen Angestellten beim Regierungsrat und im Parlament anzustehen. Kurz gesagt, Ihnen und auch euch genau, gebührt ein Danke vielmal. Genau. Also, ihr ermöglicht, dass unsere Sektion seit 100 Jahren ihre Arbeit verrichten kann. Und in den jüngsten Entwicklungen haben gezeigt, dass unsere Arbeit nämlich auch noch lange noch nicht obsolet ist. Sparpaket jagt Sparpaket und mit sogenannten Sondereffekten erklärt man das dann. Die Sondereffekte sind einfach schon längst die Regel geworden. Nicht zu vergessen sind Privatisierungsgelüste und damit oftmals die verschlechterten Arbeitsbedingungen für die Angestellten. Und in all dem Sturm, der quasi da aussen tobt, haben wir als VPOD praktisch als Einzige immer noch das Fähnchen von der 5. Ferienwoche aufrecht. Ihr seht, uns braucht es wirklich. Ich könnte jetzt natürlich auch noch in die Geschichte zurückschauen, aber das haben andere heute schon viel kompetenter gemacht. Das Ergebnis haben sie heute teilweise schon präsentiert und wen es interessiert, und ich hoffe, das sind ihr alle. Das heisst, ihr verlässt nachher den Raum und geht über in die tolle Ausstellung, schneuget in dem lässigen Buch, das hier gemacht worden ist. Und das alles wäre nicht möglich gewesen, ohne das Grüppli, das sich darum bemüht hat. Vielen herzlichen Dank. Es ist nämlich auch wichtig, dass man seine Vergangenheit und seine Wurzeln kennt, weil nur so kann man mit einem festen Schritt in die Zukunft gehen.
Und zum Schluss möchte ich natürlich auch noch am OK vom heutigen Abend ein riesengroßes Merci ausrichten. Ohne euch wären wir alle nicht da. Und ja, ich bin zuversichtlich, an der 200-Jahr-Feier vom VPOD-Sektion Kanton wird man dann immer noch von dieser grandiosen 100-Jahr-Feier reden. Ja, jetzt bleibt mir nur noch, uns allen einen ganz schönen Abend zu wünschen. Ich freue mich drauf. Danke vielmals, Michelle. Ich würde das Mikrofon gerne weitergeben an Markus Notter, der uns auch gratulieren möchte. Danke vielmals, Markus. Muss sogar reinreden, wenn's nicht. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich außerordentlich, dass ich eingeladen worden bin zu dem wunderschönen Anlass. Ich habe mich natürlich gefragt, wieso eigentlich. Ich bin eine relativ ambivalente Person jetzt in dem Zusammenhang. Ich bin zwar nicht der Herr, sondern ich bin auch ein Kollege. Ich bin nämlich seit über 30 Jahren Mitglied im VPOD und bin das immer geblieben. Auch in der Zeit, wo ich aber eigentlich die Seite gewechselt habe. Ich bin ja 1990 Stadtpräsident geworden zu Lietiken und da in eine Arbeitgeberfunktion eigentlich gekommen, oder? Fast ein bisschen Kantergehör. Und dann auch ab 96 als Regierungsrat. Ich bin also quasi der Gegenpart von der Gewerkschaft und gleichzeitig Mitglied von dieser Gewerkschaft. Das verreisst einem natürlich fast, aber ihr seht, man kann das einigermaßen aushalten. Ich freue mich, dass der VPOD Sektion Kanton Zürich, Staatspersonal, hat man glaube früher gesagt, jetzt das 100-jährige Jubiläum kann feiern. Und ich kann euch sagen, auch als Stadtpräsident, als Regierungsrat, habe ich es immer geschätzt, dass es eine Gewerkschaft gibt, die stark ist, weil es ist so, wie einige haben das vielleicht nicht so mitbekommen, wir sind, ja, ich jedenfalls, in den Regierungsgremien immer in der Minderheit gewesen. Und da ist es wichtig, dass es Leute gibt von außen, die auch klare Forderungen stellen und wo man auch einen Partner dann natürlich hat, wenn es zum Beispiel um Arbeitsbedingungen geht. Und das ist ganz zentral, dass Gewerkschaften stark sind, damit auch die Vertretungen von der Linken, sage ich jetzt, in den Regierungen eine Chance haben für die Anliegen der Gewerkschaften, für die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst etwas zu erreichen. Also es kommt nicht nur oder nicht einmal so sehr auf die an, die in der Regierung hocken, schon auch, oder? Man kann das so und anders machen. Aber es kommt natürlich vor allem auch auf die Stärke der Gewerkschaft an. Wie ist der Organisationsgrad? Wie sind ihr unterwegs, oder? Und über die Zeit, die ich verfolge, ist der VPD immer ein starker und verlässlicher Partner gewesen. Ich gebe zu. Natürlich ist es manchmal auch, eben, wenn man auf dieser Seite hockt, eher ein bisschen unangenehm. Es kann auch ein bisschen unangenehm sein, oder? Als Regierungsrat, wenn man denkt, ja, aber jetzt vielleicht übertreiben sie ein bisschen, oder ich weiß nicht so, oder? Das kann sein. Aber das soll euch nicht stören und nicht irritieren. Es ist wichtig, dass ihr eure Interessen vertreten und dass ihr auch wirklich für eure Mitglieder und für die Arbeitnehmer im Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst einsetzen. Ich habe zwei Anliegen, sage ich mal, wo ich da noch vorbringen. Das eine sind wir uns wahrscheinlich sicher einig und das andere weiß ich noch nicht. Es ist vorher auch in der Begrüssung gesagt worden, es hat in den letzten 20 oder 30 Jahren immer wieder Bemühungen gegeben, den öffentlichen Dienst, sage ich, den Service Public zu reduzieren. Stichwort Privatisierung, Stichwort auch zum Teil Ausgliederung, das ist alles nicht ganz klar, was das ist. Immer unter der Prämisse, dass wenn etwas quasi marktwirtschaftlich gemacht wird, dann sei es effizienter, günstiger, besser und ich weiß nicht was alles. Und das ist etwas, finde ich, wo Gewerkschaften, Sozialdemokratie, Linke, Grüne und ich weiß nicht was alles für Parteien und auch eine interessierte Öffentlichkeit wirklich muss
bekämpfen. Es ist nicht so, dass der öffentliche Dienst per se ineffizienter wäre, dass der öffentliche Dienst per se teurer wäre und dass der öffentliche Dienst per se schlechtere Dienstleistungen erbringt als der Markt. Der Glaube ist ein Irrglaube. Und ich habe ein schönes Beispiel in meiner Tätigkeit als Regierungsrat, wo selbst Kolleginnen und Kollegen im Regierungsrat bürgerlicher Provenienz dann ins Grübeln gebracht hat. Es hat Bemühungen gegeben, in der Zeit, in der ich in der Regierung war, Gebäudeversicherung zu privatisieren. Es hat grossen Druck gegeben vom Sachversicherungsverband, dass das Monopol jetzt endlich aufgehoben wird und dass man das den Versicherungsgesellschaften übergibt und dass man die Gebäudeversicherung liquidiert. Und wir haben natürlich müssen dagegen kämpfen und wir haben dagegen gekämpft mit Argumenten. Und wir haben zum Beispiel, das ist in der Schweiz eigentlich noch gut, es gibt eben auch einen Wettbewerb von dem System. Wir haben in der Schweiz 18 öffentliche Gebäudeversicherungen und wir haben 6, was jetzt sage ich richtig, es müsste dann auf 6, wie viel, das ist ja gleich, also Differenz von den Kantonen, haben privatversicherte Lösungen. Und alle öffentlich-rechtlichen Gebäudeversicherungen haben günstigere Prämien als die privatversicherten Kantone. Jetzt kann man sagen, ja, das ist natürlich Gebäudestruktur, ich weiss nicht gut, was. Aber auch das, wenn man das genau analysiert, muss man sagen, die Prämien sind auch unter vergleichbaren Bedingungen bei den öffentlichen Gebäudeversicherungen wesentlich günstiger. Und der Kanton Zürich hat die günstigste Gebäudeversicherungsprämie in der Schweiz gehabt. Und da ist natürlich die Frage, wieso? Das hat dann Kolleginnen und Kollegen bei mir in der Regierung eben stutzig gemacht. Das stimmt, irgendetwas stimmt da nicht. Das kann nicht sein. Nein, kann nicht sein. Dann haben wir gesagt, ja, probier Gründe anzugeben. Der Preisüberwacher hat gewisse Gründe angegeben, etc. Aber das hat nicht wirklich übersehen. Dann haben wir einen Ökonom von St. Gallen beauftragt, der solle mal das herausfinden. Das war ein Kirchgästner, obwohl von St. Gallen gescheiden Mann. Der hat das analysiert und der hat auch Gründe gefunden, wieso das öffentliche Gebäudeversicherungen eine bessere Performance haben als private. Weil man natürlich keinerlei Akquisitionskosten hat. Weil, das muss man sagen, wir ein ganz einfaches Produkt haben, wo wir nicht irgendwie komplizierte Zeugs mitmachen und den Leuten Sachen andrehen, die es gar nicht wollen. Und weil im Schadenfall es eben auch eine Regelung gibt, Statthalter sind da involviert viele Architekten als Kreisschätzer etc. eine Schadenabwicklung gibt, die schnell ist und die aber auch dazu führt, dass nicht die Schäden, die es gar nicht gegeben hat, gezahlt werden. Im Übrigen haben die öffentlichen Gebäudeversicherungen haben auch eine Elementarschadendeckung. Das heisst, wenn es eine Überschwemmung gibt und im Kanton Zürich gar ein Erdbeben, dann ist das auch gedeckt. In anderen Kantonen, in privatversicherten Kantonen, gibt es auch eine Elementarschadenversicherung. Zum Beispiel im Kanton Wallis. Die hat einen anderen Namen. Die heisst Glückskette. Wenn dort eine Überschwemmung ist, haben die keine Deckung. Und dann wird in der ganzen Schweiz gesammelt, Geld gesammelt. Alle haben, schlimm und so. Und alle zahlen brav ein und die sparen sich die Prämie, aber wie sie eben privat versichert sind, müssten die so viel zahlen, dass sie sich das vielleicht gar nicht können leisten können. Also, diese Argumente haben auch in der Regierung überzeugt. Und dann hat aber ein bürgerlicher Kollege hat dann mir gesagt, das kann ja nicht sein, wenn das stimmt, dann wären also vielleicht die anderen Bereiche auch so. Habe ich gesagt, ja, das könnte allenfalls sein. Also, ich will das nicht weiter ausführen, aber es gibt schlagende Beispiele, wo man beweisen kann, dass eine öffentliche Dienstleistung effizienter ist, eine bessere Performance hat, oder, um das in dieser Sprache zu sagen, als eine marktwirtschaftliche Lösung. Und es ist so, es ist nicht der einzige Fall. Also, wir müssen dafür kämpfen, dass die öffentlichen Dienstleistungen erhalten bleiben und dass sie eben der Allgemeinheit zugutekommen. Zweiter Punkt, und da
wenn wir dann schauen, ob wir da einverstanden sind, auch die öffentlichen Dienstleister müssen sich wandeln. Und das muss man ehrlicherweise sagen, das ist zum Teil ein bisschen eine Schwierigkeit, wenn man keinen Markt hat und keine Kunden hat, die einem vorlaufen könnten. Dann ist man vielleicht in der Gefahr, dass man zu wenig rasch erkennt, was sich ändert. Dass man vielleicht auch, das kann auch noch Gründe haben, Sparprogramme etc., zu wenig rasch Mittel überkommt, um sich auf Veränderungen einzustellen. Ich denke an gewisse IT-Geschichten etc., wo vielleicht in den öffentlichen Dienstleistungen eher zu spät oder zu wenig... Es muss auch so sein, dass man bereit ist, von Zeit zu Zeit wieder mal zu schauen, stimmt das noch, was wir machen, und stimmt das noch, wie wir es machen. Wie wenn wir das nicht machen, wenn wir nicht on top sind mit diesen Dienstleistungen, dann kommen irgendwann die Leute und sagen, ja, aber schau mal, wenn ich irgendwo in einer Laden bin oder in irgendeiner privaten Dienstleistung in Anspruch nehme, habe ich das so viel schneller, das geht mit IT so viel besser etc. Und auf dieser Gemeinde, bei dem Kanton, ist das eine unglaublich langweilige und furchtbare Geschichte. Das darf nicht sein. Und darum sage ich, wir müssen auch dafür sorgen, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir uns verändern. Veränderungen bedeuten auch, dass man zum Teil Organisationen muss verändern, dass man muss Jobprofil verändern und dass es auch Veränderungen gibt im Einsatz von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist nicht immer angenehm. Und das braucht eine enge und gute Zusammenarbeit auch mit den Gewerkschaften. Aber das muss möglich sein. Es muss möglich sein, dass sich auch öffentliche Dienstleister wandeln. Und je weniger dass das möglich ist, desto mehr gibt es Druck auf Privatisierung. Und darum sage ich, das ist meine zweite Botschaft an VPOD, überall und jetzt auch im Kanton Zürich. Ihr müsst auch bereit sein, mitzumachen, wenn es um solche positive, vernünftige und gute Veränderungen geht im Bereich von der öffentlichen Dienstleistungen. Ich habe das auch zum Teil erlebt, muss ich sagen, aber ich habe es nicht zum Teil auch ein bisschen anders erlebt, dass man doch sehr retardierend und sehr konservativ und sehr keine Veränderungen zugänglich war. Das möchte ich als kleiner Anstoß am Schluss noch sagen. Nichtsdestotrotz, herzliche Gratulation zu diesen 100 Jahren VPOD Kanton Zürich. Von diesen 100 Jahren habe ich, wie gesagt, 30 Jahre selber miterlebt. Beim 200-Jährigen werde ich nicht mehr dabei sein, im Gegensatz zu der Präsidentin, die das in Aussicht gestellt hat. Und das freut mich natürlich außerordentlich, dass wir so zukunftsgerichtete Führungskräfte haben, auch beim VPOD. Ich danke Ihnen. Danke vielmals, Markus Notter, für deine Worte, für die Wünsche auf die nächsten 100 Jahre. Danke für dein Engagement und für deine Mitgliedschaft. Ich möchte das Mikrofon weitergeben der Katharina Prelitsch-Huber, der Präsidentin vom VPD Schweiz. Auch sie unter unseren Gästen heute Abend für unser Sektionsjubiläum. Katharina, bitte. Ja, liebe... Amol. Geht sogar, hä? Wie? Ja, genau, eben, es geht sogar. Ja, liebe Mitglieder, zuerst einmal ganz herzlichen Dank überhaupt für die Einladung, dass ich da darf sein. Und Markus, so in Detail natürlich von Regierungsgeschäft kann ich nicht gehen, aber ich kann dir versichern, der erste Punkt, den werde ich aufnehmen, den hast du mir aus dem Herz rausgesprochen. Und auch der zweite Punkt, habe ich festgestellt, wir sind ziemlich auch an der Front, aber erlauben uns manchmal bei all diesen Erneuerungen auch zu fragen, ist die hinterste und letzte wirklich sinnvoll? Manchmal macht es sogar Sinn, ein, zwei Mal ein bisschen zu bocken und zu sagen, jetzt schauen wir doch noch her, ob die Erneuerung von heute Morgen auch noch gilt. Und ich bin darum auch ein bisschen in die Geschichte gegangen und zuerst einfach einmal, oder in die Geschichte nicht ich selber. Es ist verdienstvollerweise ja ein Buch da draussen und ich habe gestaunt, wie viel man über uns in diesen 100 Jahren noch weiss.
Und ich bin, als ich das gelesen habe, schlicht und einfach, ja, ich bin vor Ehrfurcht da gestanden. Und das Erste, was ich sagen will, ist einfach allen Mitgliedern und allen Profis herzlichsten Dank. Es ist unglaublich, was in diesen 100 Jahren geleistet worden ist. Und wenn man so heranschaut, dann kann man so sagen, es ist um jede halbe Stunde, es ist um jeden Fünfer oder Franken gekämpft worden, teilweise jahrelang. Man hat nicht aufgegeben. Und jetzt, wenn man zurückschaut, kann man eigentlich auch sagen, wir haben ziemlich viel erreicht. Und wie gesagt, herzlichsten Dank allen zusammen, die dort mitgeholfen haben. Aber eben, zu dem komme ich dann noch. Es ist leider nicht so, dass man sagen könnte, Judy, hui, wir haben es erreicht. Eben, wir werden die 100 Jahre immer noch müssen kämpfen, befürchte ich leider. Nichtsdestotrotz, herzlichen Dank. Und zurückschauend, 1918 ist der VPD Kanton Zürich gegründet worden. 1918, in einem Jahr, wo im gleichen Jahr wir jetzt dann auch den Generalstreik feiern, sogenannt. Weil auch im öffentlichen Dienst, aber nicht nur im öffentlichen Dienst, die Schweiz war damals bitterarm gewesen. Heute sind wir das reichste Land. Damals waren wir eines der ärmsten gewesen. Und der Bund hat all denen, die gegangen sind, hat Geld nachgeschoben, damit sie doch gehen. Das, was wir heute ja sagen, nein, nein, die nehmen wir nicht. Heute die Länder, die sie es bitte nötig haben. Wir sind, ich war in Amerika, gewesen, da habe ich das Radio aufgetan und dann plötzlich höre ich Schweizerdeutsch. Ich meinte, ich spinne, ich sage irgendwie, ich habe den Sender verfehlt. Nein, es waren die, gewesen, eben, die vor 100 Jahren ausgewandert sind, die noch heute ihr Schweizertum pflegen, sogar mit Radio. Also damals hat uns Amerika aufgenommen, gewisse einmal. Eben. Wir könnten dankbarer sein, wenn wir es heute gegenteilig machen. Wie gesagt, im 18. gegründet, in der Zeit, wo die Schweiz, wo Zürich bitterst arm war und schön war. Man hat auf der einen Seite, und es sind 12 Gärtner, die sich zusammengeschlossen haben, die gesagt haben, wir müssen etwas gegen die miserablen Situationen tun von unseren Arbeitsbedingungen einerseits, aber von Beginn weg nicht normierbar für uns, sondern zusammen mit eben, wir haben es gehört, denen, mit der Sozialdemokratie, mit den Kommunistinnen und so weiter für eine soziale Schweiz, für mehr Gerechtigkeit, für Chancengleichheit von allen. Also von Beginn weg die doppelte Seite, die der VPAD bis heute begleitet und wo ich auch hoffe, dass er das in Zukunft wird begleiten, weil wir noch ein paar Arbeiten haben. Einerseits gute Arbeitsbedingungen in einem breiten Service Public, im Verständnis, dass das einer der wichtigsten Teile ist, dass wir Chancengleichheit haben, in allen Bereichen. Ob wir eine gute Bildung haben, nur für die, die es sich leisten können oder nicht. Gesundheit und so weiter und so fort, ist existenziell, ob wir Chancengleichheit haben oder nicht. Und für das braucht es, das ist klar, gute Bedingungen. Weil wenn ich nicht gut gehalten werde, blöd gesagt, kann ich auch nicht eine gute Leistung bringen. Es ist ganz einfach. Wenn ich selber als Pflegeperson, und eben ich habe die Unterlagen geschaut, damals im 18. haben die Pflegepersonen 72 bis 84 Stunden pro Woche geschafft. Selbstverständlich praktisch nur Frauen, die haben ja das so können, nicht wahr, oder? Männer zur gleichen Zeit, interessanterweise die höchstgestellten kantonalen Angestellten, haben damals schon nur 44 Stunden geschafft. Also wenn man es vergleicht zu damals, haben wir einiges erreicht und müssen immer noch sagen, gerade im Pflegebereich, es ist einer der sogenannten Frauenberufe, er ist immer noch schlechter bezahlt als andere, wir müssen weiter kämpfen. Wenn ich ein paar Sachen aus der Geschichte anschaue, die ich mitnehmen möchte, ich bin so die nationale Präsidentin, dann gibt es ein paar Sachen, die ich mitnehmen möchte, die wir mittragen müssen. Das eine ist,
In eurem letzten Jahresbericht ist gestanden, man ist endlich wieder Behandlungspartner vom Kanton. Der Kanton hat einem ja ein paar Jahre Schnöde rausgenommen, sind dran geblieben und man hat am Schluss den Sieg erreicht. Sprich, Hartnäckigkeit ist etwas von dem, was am wichtigsten ist, auch wenn einem schlechten Wind entgegenweht, zu wissen, am Schluss, wir haben recht, wir ziehen es durch, wir bleiben hartnäckig und gehen nicht auf. Oder wenn ich anschaue, neue Gruppen, weil das ist natürlich zentral, je stärker wir organisiert sind, je mehr erreichen wir. Und neue Gruppen oder Mitglieder haben wir darum unter anderem gewonnen, weil wir angestanden sind, den Kollegen und Kolleginnen gesagt haben, zusammen erreichen wir bessere Bedingungen. Zusammen erreichen wir auch mehr soziale Gerechtigkeit. Und eben, man könnte individuell sagen, wir haben einiges erreicht. Und man könnte aber auch strukturell sagen, wir haben vieles können erreichen. Eins möchte ich erwähnen und dann noch zwei, drei Sachen zur Zukunft. Für etwas möchte ich mich auch entschuldigen. Als ich in die Bücher gegangen bin, es hat eine Zeit vom Zweiten Weltkrieg und es hat auch Kollegen unter uns gegeben, in Burghölzli, die die Reugönig-Theorie nachgeeifert haben und mit der Säuberungspolitik von Hitler sympathisiert haben. Die Mehrheit, und das tut gut, die klare Mehrheit hat und tut noch immer sich sehr deutlich für die Menschenrechte für alle aussprechen. Nichtsdestotrotz, ich möchte mich jetzt noch einfach ganz herzlich entschuldigen. Das, was die paar zum Glück Kollegen damals gesagt haben, darf nie mehr passieren. Und darum ein Teil für die Zukunft und eines, was jetzt gerade ansteht, ist die sogenannte Selbstbestimmungsinitiative. Wir müssen im eigenen Interesse für unsere Gewerkschaftsrechte, für mehr Gleichheit können zu erreichen, ist da vehement für Menschenrechte und damit gegen die Selbstbestimmungsinitiative. Und wir kämpfen weiterhin, und mit dem möchte ich schliessen, für einen ganz breiten Servicepublik, wo ein Teil wie klar ist, Grundrechte werden nie privatisiert. Wir stimmen jetzt auch über das Wassergesetz ab. Da kommt doch dein ehemaliger Kollege, lieber Markus, auf die Idee, das Wasser zu privatisieren. Hoppla! Dann sind wir dann aber am Gängelband von ein paar. Ja, genau. Aber eben, blöderweise mit unterstützt, das ist ja gleich. Einfach die bürgerliche Mehrheit und da vehement werden wir dagegen kämpfen. Wir haben gewonnen bei verschiedenen Sachen, wo es um Privatisierung gegangen ist. Spitäler, Heim, aber wir haben auch gewonnen, dass wir eben gute Finanzen brauchen. Die Unternehmenssteuerreform 3 ist maßgeblich wegen dem VPAD und unserer Kampagne, die wir nachher auch im SGB, bei der SP, bei den Grünen haben können begreiflich machen, das geht nicht. Wir haben fulminant gewonnen. Ich hoffe, wir gewinnen ebenso fulminant bei dieser neuen Vorlage, bei Staff, die wir jetzt uns versucht zu kaufen mit der AHV, wieder einmal. Und gleichzeitig exakt die gleiche Vorlage bringt und wir Milliardenausfall werden haben im gesamten Servicepublik. Ich hoffe, wir werden wieder ebenso stark herstehen, kämpfen, den Sieg erreichen für einen starken Servicepublik, für eine soziale Gerechtigkeit, da und weltweit. Zusammen werden wir es schaffen. Herzlichsten Dank, jetzt, in Zukunft, euch allen. Vielen Dank, Katharina. Die letzte Grußbotschaft wird ganz kurz sein. Und sie kommt von ein bisschen weiter weg. Jacqueline Fehr wäre gerne heute Abend da an der Party. Sie ist an der Ferien und grüßt per Videobotschaft. Wenn ihr auf die Leinwand dort hinten dran schaut, dann spielen wir jetzt die ganz kurze Videobotschaft von der Jacqueline ein. Liebe Kollegen, zuallererst ganz herzliche Gratulation. Ich gratuliere dem VPD zu seinem 100-jährigen Jubiläum und ich gratuliere euch zu eurem Engagement, zu dieser Arbeit und zu den vielen Errungenschaften, die durch den VPD für die öffentlichen Angestellten erreicht worden sind.
Ein öffentlicher Dienst, der gut funktioniert, ist ein zentraler Pfeiler eines demokratischen Rechtsstaats. Es ist eine Voraussetzung dafür, dass unsere Gesellschaft sich darauf verlassen kann, dass die öffentlichen Dienstleistungen korrekt erbracht werden und dass sie faire Bedingungen haben, wenn sie im Staat vis-à-vis stehen. Gute Dienstleistungen im öffentlichen Bereich brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Dienstleistungen engagiert erbringen. Mit viel Augenmass, mit viel Leistungsbereitschaft und mit viel Gespür für die öffentliche Sache. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben dann wiederum das Anrecht auf anständige Arbeitsbedingungen. Den fairen Lohn, genügend Ferien und vor allem auch Wertschätzung. Weil, das wissen ihr besser als ich, es ist nicht immer ein Zuckerschlecken, zwischen all diesen Ansprüchen reinzustehen, von der Politik, von der Bevölkerung und vom Inhalt, wo man korrekte und passende Lösungen suchen muss. In meiner heutigen Rolle stehe ich auf der anderen Seite. Ich bin quasi Arbeitgeberin. Und auch in dieser Rolle kann ich einen Beitrag leisten, indem ich davon ausgehe, dass Menschen mit der Absicht an die Arbeit kommen, einen guten Job zu machen. Indem ich davon ausgehe, dass sie ihr Potenzial weiterentwickeln wollen, dass sie engagiert bei der Sache sind. Damit kann ich ihnen Freiräume schaffen und mithelfen, ihr Potenzial zu entwickeln. Das schafft eine Führungskultur, wo alle ihr Bestes geben und man gemeinsam gute Lösungen erreicht. Ihr in den Gewerkschaften, ich auf meiner Seite, wir zusammen können dafür sorgen, dass der öffentliche Dienst auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann zählen kann, die gute Arbeit leisten und eben ihr Bestes geben wollen, wo ein Arbeitsumfeld findet, wo sie dazu dabei unterstützt. Zum Schluss nochmal ganz herzliche Gratulation zu dem stolzen Jubiläum und ebenso herzlichen Dank für alles, was ihr macht. Alles Gute. Gut, bevor wir dann endlich zum Apero kommen, möchte ich noch kurz auf das Buch hinweisen. Es ist schon angesprochen worden, wo wir zu dem 100. Geburtstag gemacht haben. Ich möchte die zwei Autoren oder Herausgeber bitten, vor uns zu kommen. Und ich möchte begrüßen einige von denen, die in dem Buch vorkommen, speziell unser langjährigster Mitglied, der Hans Müller, der da unten dran sitzt, und Sevincia Singleton, der gerade neben dran steht, als eines der jüngsten Mitglieder unserer Sektion. Von beiden findet ihr dann ein Interview in dem Buch. Wenn ihr rasch vorkommt, wenn ihr mögt, und dann gebe ich gerne euch das Mikrofon. Vielleicht noch kurz einfach zur Information. Ihr könnt das Buch nachher am Schluss mitnehmen. Ihr könnt eine Tasche dazu über. Einfach, wenn ihr geht, wir haben nicht wollen, dass ihr es den ganzen Abend herumtragen müsst. Darum geben wir es euch, wenn ihr heimgehen wollt. Ihr könnt dann gerne euch ein Namensschild abgeben, könnt ihr für das Buch in der Tasche über. Ich habe noch zwei Entschuldigungen, zwei andere, die wesentlich mitgeschafft haben. Der ehemalige Sekretär vom VPD, der René Marer, und Bea Gerber. Das ist auch eine Sekretärin, die lange auf dem Sekretariat geschafft hat. Hat sich entschuldigt und lässt uns aber alle grüßen. Bea Gerber hat leider Probleme ein bisschen mit dem Gehör. Hat gefunden, ja, es ist ihr zu hektisch bei so vielen Leuten. Und René Mare ist leider am Uetliberg vor ein paar Tagen, hat er einen kleinen Unfall gehabt und leider nicht kommen können. Aber er lässt alle grüßen. Also, vielleicht zum Buch. Wir haben heute eine Vernissage. Von der Struktur her haben wir es so aufgebaut, dass er das Vorwort hat. Dann haben wir den Geschichtsteil. Den Geschichtsteil bis 1960 habe ich beigetragen. Von 1960 bis gegenwärtig ist der Heinz zuständig gewesen. Dann haben wir den Interviewteil, wo wir den Hans interviewt haben und Jevinska, Jevinska, gerade den Namen müssen überlegen, dass wir einfach so ein bisschen verschiedene Altersstrukturen und verschiedene Probleme haben können abbilden. Ich hoffe, es hat ein bisschen Eindruck gegeben, was die Situation ist. Und im letzten Teil haben die
ehemaligen oder noch amtierenden, nein, die ehemaligen Präsidenten Diskussion geführt und Sekretärin Brigitte hat auch noch mit diskutiert über die Situation, die in den letzten 15 Jahren gelaufen ist. Für mich war es interessant in diesem Buch, dass ich entdeckt habe, dass die Sektion Zürich eigentlich eine Familiengeschichte ist, also eine Geschichte von der Familie Gerber, die ich selber gestaunt habe. Also der Vater Gerber war ein Gärtner, der seine Kollegen motiviert hat, gesagt, wir gehen jetzt zum quasi Fausta raus. Die waren Mitglied des Fausta und gefunden, das ist ein Beamtenverein, die schauen nur für Beamten und sind gegen Streik. Wir wollen da nicht mehr mit denen mitmachen. Wir gehen zu der sozialistischen Gewerkschaft, wir gehen zum VPD und machen eine extra kantonale Sektion. Die haben die Sektion gegründet und die Familie, also der Herr Gerber hat dann auch eine Frau gehabt. Die ist dann immer mehr ins Sekretariat eingestiegen. Also die ist dann seit den 30er Jahren bis in die 70er Jahre hat die Sekretariat geschmissen. Also die war ein kleiner Familienbetrieb, weil ich auch wirklich gestaunt habe. Und die Tochter Bea Gerber ist dann weiter die Nachfolgerin von der Mutter geworden. Also das ist, hat mich da richtig erstaunt, wie weit das familiär geprägt war, aber auch wichtig war, die Strukturen, dass man eben den Alltag auch miteinander verbracht hat, dass man eigentlich eine Lebenswelt mit sich geteilt hat, die dann dazu geführt hat, dass man diese Sektion hat können aufbauen konnte. Ja, ich habe ja ein Stück weit ja den weniger dankbaren Teil auch gehabt, weil ich bis in die Gegenwart Geschichte habe müssen oder dürfen fortführen. Das ist mir einerseits leichter gefallen, weil ich bin erst seit 6 Jahren Mitglied von der Sektion. Ich kenne Zürcher Gewerkschaften gut, weil ich 10 Jahre lang Sekretär vom Zürcher Gewerkschaftsbund war. Aber ich bin vorher eigentlich bin nie in der Sektionspolitik wirklich aktiv eingebunden gewesen und hatte darum auch eine gewisse Distanz gehabt zu der jüngsten Vergangenheit. Undankbar vielleicht deswegen auch, weil ich doch einige von euch da, wo ihr da sind, haben müssen irgendwie ihre Rollen auch würdigen oder das vielleicht zu wenig gemacht haben oder vielleicht es doch unterlassen haben, euch zu erwähnen. Ich bitte um Nachsicht. Ich bin mir auch bewusst, dass sehr viele ihr da, die aktiv gewesen sind in der Sektion in den letzten Jahrzehnten, wahrscheinlich einiges ganz klar besser wissen als ich, die da anhand von Akten und von Gesprächen, die ich mit einigen habe können führen, die Geschichte auf ein paar wenige Seiten haben müssen quasi eindampfen. Es ist eine spannende Geschichte, wenn man zurückgeht bis ins Jahr, bis in die frühen 60er Jahre. Es ist sehr viel passiert in dieser Zeit. Wenn man sich die Sektion heute anschaut und wenn man das Bild anschaut, das ich gewonnen habe, wo ich da in den Akten die frühen 60er Jahre angeschaut habe, das ist eigentlich nicht mehr wiederzuerkennen. Stellt euch vor, es war ein Sektionsvorstand, der hat aus den Präsidenten von den Gruppen, die Betriebsgruppen waren, also von Regensdorf, Strafanstalt, über Burg Hölzli, über Kantonsspital, Winterthur, Rheinau bis zu den Beamten und Angestellten, aus lauter Männern bestanden hat. Heute haben wir eine Mehrheit von Frauen im Sektionsvorstand. Wir haben eine Mehrheit von Frauen in der Mitgliedschaft. Das ist damals noch ganz anders gewesen. Es ist eine andere Kultur gewesen. Mitte der 70er Jahre, nur eine kleine Anekdote, ich habe mal auch Jahresrechnungen angeschaut, ist der Posten Kranzspenden, also wahrscheinlich für verstorbene Mitglieder, in der Jahresrechnung grösser gewesen als der Posten politische Aktionen. Mitte der 70er Jahre noch. Das kehrt sich dann in den 80er Jahren, das hat auch zu tun mit den Angriffen, die dann auch gekommen sind, also bis Mitte 70er Jahre gewerkschaftspolitisch ist es eigentlich nur aufwärts gegangen. Nie so, wie man wirklich wollte, aber man hätte eigentlich kaum je müssen sich wehren gegen Abbau. Es hat nur Fortschritt gegeben eigentlich für das Personal.
Und ab Mitte der 70er Jahre fängt das an kehren. Das ist dort, wo die Krise ist. Und die bürgerlichen Politiker haben damals schon geglaubt, wenn Krise ist, wenn Wirtschaftskrise ist, dann muss der Staat das sparen. Das wird, dann wird es besser. Das ist eine Konstante in der Politik bis heute. Und das hat man dort angefangen zu spüren. Und ja, wenn ihr es genauer wissen wollt, leset den Teil von Werner, wo den Anfang der Sektion sehr anschaulich beschreibt. Und leset auch die Interviews. Die habe ich mit grossem Vergnügen habe ich zur Kenntnis genommen, wie ein sehr junges Mitglied und wie ein unser ältestes Mitglied. Zu meiner Biografie ganz kurz. Ich bin am 28. Februar 1926 geboren worden. Und bin ein kleiner Bub gsi, wo meine Eltern aus dem Glarnerland auf Zürich gekommen sind. Es waren Krisenjahre. Und da habe ich also ziemlich viel gesehen, erlebt und bin im Kreis 5 aufgewachsen, zum grössten Teil. Das ist der Kreis, wo man einen Bogen drumherum gemacht hat. Und wir sind obligatorisch ist er gewesen, in der Kriegszeit. Man hat den Wilhelm Tell angeschaut in der zweiten Sek. Und wir haben im Limmatschulhaus. Das Limmatschulhaus hat sehr schöne Plätze gehabt. Und im Stadttheater ist das gewesen. Im Parkett ganz hinten, wo es ein bisschen steiler Ruhe geht. Und unser Lehrer hat gesagt, das erste Mal, dass wir so fein sitzen. Das Limmatschulhaus ist immer auf dem Flohboden oben gehockt. Und das ist eigentlich so typisch. Man ist im übertragenen Sinn ist man im Kreis 5 immer auf dem Flohboden oben geguckt. Ich bin nach einer Berufslehre als Schriftsetzer. Habe dann auf diesem Beruf geschafft, eine Zeit lang sogar in Dänemark und kurz so Aushilfsstellen in Schweden. Und dann noch am Platz Zürich wieder. Und dann es ist ja dann merklich hat man gespürt, Gott grüßt die Kunst nicht mehr. Oder? Der Gott grüßt die Kunstkreisen. Zum Teil hat man es nicht wahrhaben wollen, aber ich hatte dann das Glück gehabt, dass ich noch einen Job in der Zentralbibliothek bekommen habe, in der Musikabteilung. Die war ein Jahr alt, als ich eingetreten bin. Und das war eigentlich der beste Arbeitsplatz, den ich hatte. Ich war natürlich Typografia-Mitglied und eigentlich in der Typografia am aktivsten. Also, ja, gewerkschaftlich vielleicht so streng nicht. Ich war aber in der Handsetzervereinigung und wir haben hier schon Berufsbildung betrieben, wo das andere nicht gemacht haben. Und ja, ich konnte auch da meine gewissen Erfahrungen können sammeln. Und dann ist dann der Moment gekommen, der heissersehnte, wo man können in den Ruhestand gehen konnte. Danke. Danke vielmals, Hans. Die beiden Autoren oder Herausgeber vom Buch, ihr habt das schon gesehen, im Turmzimmer gibt es eine kleine Ausstellung, dort gibt es auch ein kleines Video und die beiden, der Werner und der Heinz, werden dort nachher auch zur Verfügung gestellt für Diskussionen, für Fragen, für was auch immer. Also ihr könnt gerne mit auf sie zugehen, sie geben auch Autogramm, wenn es gewünscht ist, ins Buch. Gut, haben sie gefunden nicht. Ich möchte die Runde vor dem Apero schliessen mit dem jüngsten oder einem der jüngsten Mitglieder vom VPD, eine junge Frau, die eine Chance hat, vielleicht nicht das 200. Geburtstagsfest, aber mindestens das 150. noch zu feiern. Savincia, bitte. Hallo. Hallo miteinander. Mein Name ist Savincia Singleton. Ich bin diplomierte Pflegefachfrau am Universitätsspital Zürich seit 2012. Ich sehe sie im Interview übrigens.
Ich habe keine Rede vorbereitet. Ich habe nicht mal gewusst, dass ich überhaupt irgendetwas sage. Du auch nicht. Dann sind wir schon zwei. Ich mache es kurz und knackig. So im Sinne eben, let's make VPO sexy again. Ich sehe es im Interview. Was soll ich dazu sagen? Die Themen zu der Privatisierung von diesen Spitälern, das tangiert mich natürlich auch als diplomierte Pflegefachfrau. Die Leistungen müssen anzubieten unter dem Druck, wo jetzt irgendwie einfach auch von der Gesellschaft sowie auch von der Politik auch gegeben wird. Es sind spezielle Situationen, aber ich gehe nicht mehr länger darauf ein, weil es ist immer wieder erwähnt worden und thematisiert worden. Let's start the Apero und ich wünsche einen schönen Abend. Let's make VPO sexy again. Geniessen den Apero, einen schönen Abend noch. Ab der Nacht der Band bis am 8. Der Apero, geniessen es. Ciao miteinander. Evelyn Bucher-Romero, 100 Jahre VPOD. Gibt es ein oder zwei Punkte, wo du sagst, da bist du besonders stolz auf das? Ja, ich bin schon seit 40 Jahren Gewerkschafterin. Ich bin in diesem Vorstand seit Jahren, in diesem Sektionsvorstand, wo ein sehr heterogener Vorstand ist. Wir haben ein sehr gutes Zusammenarbeiten miteinander, und zwar schon seit Jahren. Wir führen immer gute politische Diskurs. Und uns ist es total wichtig, dass wir uns alle miteinander einsetzen für einen starken Servicepublik. Was mir besonders imponiert beim VPOD ist zum Beispiel jetzt gerade die Kampagne, die wir gemacht haben gegen die Privatisierung der Spitäler. Das betrifft jeden Bewohner und Bewohnerin vom Kanton Zürich. Haben wir federführend sehr viel erreichen können. Und wir haben ganz tolles politisches Personal, das sehr engagiert mit uns allen zusammenarbeitet. Darum schätze ich den VPOD so sehr. Aus geht es ja nicht. Und gibt es noch ein oder zwei Punkte, wo du sagen würdest, da können wir noch dran arbeiten, da haben wir Potenzial? Ja, ich denke, wir könnten eigentlich ein bisschen mehr unsere Erfolgserlebnisse mehr zeigen. Wir sind da immer recht bescheiden unterwegs. Und das ist manchmal ein bisschen schade. Und jetzt mit diesem Fest haben wir die Gelegenheit, das allen zu zeigen. Auch. Wir haben total tolle Musik. Wir haben eine hochspezialisierte Historikergruppe bei uns im VPOD, die jetzt auch noch ein Buch publiziert hat. Dass man wirklich auch sieht, was in den letzten 100 Jahren der VPOD gemacht hat, damit Schlimmes hätte auch verhindert werden können, was an der ganzen Bevölkerung zugutekommt. Okay, noch eine letzte Frage, und zwar, was hat dich persönlich dazu bewogen, dem VPOD beizutreten? Ich habe lange im Sozialdepartement gearbeitet und ich war früher schon in der Gewerkschaft bei der Druck und Papier. Und ich bin damals mit anderen Frauen zusammen, mit der Erika Trepp zum Beispiel, wir sind die ersten Frauen gewesen, die unsere eigene Gewerkschaft verklagt haben, weil sie wieder einen Vertrag unterzeichnen mit ungleichen Löhnen bei den Hilfsarbeiterinnen. Und das hat mir immer gefallen beim VPOD, dass man geschaut hat, dass für alle Angestellten gute Bedingungen erkämpft werden oder verhandelt werden. Und das Ziel ist ja eigentlich, dass man eben im Diskurs... Werner Portmann, 100 Jahre VPOD Kanton Zürich. Gibt es ein oder zwei Punkte, die du sagst, da bist du besonders stolz drauf? Ja, also die Struktur des VPOD, wir haben ja ein Buch geschrieben und noch ein bisschen recherchiert, wie das entstanden ist, die ganze Gruppe. Also
wie die Strukturen entstanden sind. Und die Strukturen sind sehr demokratisch. Und das ist, hat sich bis heute erhalten. Also, dass eigentlich Mitglieder, also einfache Mitglieder, sehr viele Möglichkeiten hat, zum Mitsprache, etwas zu gestalten. Das gibt es nicht in allen Gewerkschaften so, wie wir das herausgefunden haben, dass es solche Strukturen überlebt haben oder auch noch vorhanden sind. Ausgezeichnet. Könntest du uns ein, zwei wichtige Punkte nennen von aus diesem Buch, weil du ja selber dran bist beteiligt gewesen. Spannende ein, zwei Punkte, wo du sagst, das hat dich beeindruckt. Ja, also beeindruckt. Ich habe den ersten Teil gemacht, der Heinz Gabatulla hat den zweiten Teil gemacht, also bis 60er Jahre habe ich mal untersucht. Was mich beeindruckt hat, wir sind eine der Gewerkschaften mit sehr hohen Frauenanteil. Also wir haben von Anfang an bei der Gründung haben wir 40% Frauenanteil gehabt. Das ist fast einmalig in der Schweiz, also so einen hohen Frauenanteil. Es ist dann ein bisschen eingebrochen, aber wir haben heute haben wir sogar Mehrheit Frauenanteil, dass das wirklich außergewöhnlich ist. Auch für damalige Verhältnisse ganz selten war. Okay, ausgezeichnet. Jetzt noch eine letzte Frage. Gibt es vielleicht noch ein, zwei Punkte beim VPOD im Kanton Zürich, wo du würdest sagen, da können wir noch dran arbeiten, da haben wir noch Potenzial? Ja, also wir thematisieren kurz auch die Menschenrechte VPD. Also als staatliche Funktionärin und Funktionär kommt man in Konflikt, sechs Mal als Fremdenpolizei, wo man war, oder auch Psychiatrie. Also dass man schaut, dass man den Menschen nicht schadet, sondern nicht einen Staat mitschafft, der schädlich ist für die Leute, sondern dass man den, auch für die Menschen, die man den öffentlichen Dienst bieten, dass man für die auch schauen, dass Menschenrechte eingehalten werden. Ausgezeichnet, Werner Portmann, vielen Dank. Merci. Ja. Roland Brunner, 100 Jahre VPOD Kanton Zürich. Gibt es ein oder zwei Sachen, wo du sagst, da bist du besonders stolz drauf? Ja, 100 Jahre, das ist ein Grund zum Stolz sein. Und ich glaube, wir haben auch einen Grund zum Feiern, weil wir in den letzten Jahren eigentlich Jahr für Jahr Mitglieder gewonnen haben. Also wir sind eine VPOD-Sektion, die wächst. Nicht explosionsartig wächst, aber doch jedes Jahr mehr Mitglieder sind. Auch das Jahr auf dem Wachstumsweg. Ich glaube, von dem her, wir können stolz auf uns sein, ja. Ausgezeichnet. Und gibt es so ein, zwei Punkte, wo du würdest sagen, da haben wir noch Potenzial, da wollen wir noch dran arbeiten? Es sind noch nicht alle Mitglieder, die beim Kanton arbeiten. Von dem her haben wir noch grosses Potenzial. Es gibt grosse Herausforderungen ständig, Privatisierungsgeschichten, die immer auf uns zukommen. Nächsten Februar die Wasserversorgung im Kanton Zürich, das neue Wassergesetz, das zur Abstimmung kommt. Die Herausforderungen werden nicht weniger. Wir versuchen uns denen zu stellen, so gut wir können. Ja. Okay, noch letzte Frage. Magst du dich noch erinnern, wie du eingetreten bist? Ja, ich habe in meinen jungen Jahren, als ich studiert habe, schon mal für eine Gewerkschaft gearbeitet. Damals im Architekturbereich. Bin dann lange in der Entwicklungszusammenarbeit tätig gewesen. Dann wieder wollte ich in Zürich ein bisschen mehr daheim sein, nicht ständig auf der Welt unterwegs sein. Und habe nachher eine Stelle gesucht, bin beim Gewerkschaftsbund eingestiegen als geschäftsführender Sekretär. Und von dort aus dann zum VPOD gekommen, weil das die Gewerkschaft war, die mir am nächsten war im Rahmen des Gewerkschaftsbundes. Ausgezeichnet, merci vielmals, Roland Brunner. Michel Dünki, 100 Jahre VPOD, Kanton Zürich. Bist du stolz darauf? Natürlich, ich finde, das ist etwas, wo man darauf stolz sein kann. Gewerkschaften sind vor 100 Jahren schon wichtig und heute genauso. Ausgezeichnet. Und gibt es ein, zwei Punkte, wo du sagst, da bist du besonders stolz drauf, da haben wir viel Zeit dafür gebraucht und das war es wert gewesen. Ich denke, wenn man jetzt gerade in die aktuellere Geschichte zurückschaut, dann sieht man, dass wir zum Beispiel bei den geplanten Privatisierungsvorlagen vom KSW und vom IPW uns wirklich sehr stark dagegen eingesetzt haben und das Volk uns recht gegeben hat. Wir haben die Abstimmung gewonnen. Und das ist auch ein Thema, das uns in Zukunft weiterhin wird beschäftigen. Magst du dich noch erinnern, wie du eingetreten bist? Ja, weil das ist noch nicht so lange her. Ich habe zwar mit dem VPOD früher schon zu tun gehabt, wo es um die Privatisierung vom Spital Bülach gegangen ist, aber so richtig aktiv bin ich erst seit einem Jahr dabei. Darf ich im Vorstand beisitzen und jetzt seit dem April bin ich Präsidentin. Ausgezeichnet, jetzt noch letzte Frage. Gibt es ein oder zwei Punkte, wo du würdest sagen, da haben wir noch Potenzial, da wollen wir oder müssen wir unbedingt noch dran arbeiten?
Wir als VPOD? Nein, natürlich nicht. Wir sind perfekt so, wie wir sind. Nein, ich denke, wir haben wirklich wir haben immer grosse Herausforderungen in der Politik. Wir haben Privatisierungsvorlagen, wir kämpfen für gerechte Arbeitsbedingungen, wir kämpfen ganz aktuell für eine 5. Ferienwoche und da können wir wirklich schauen, dass wir uns noch stärker einsetzen können, beziehungsweise noch mehr Leute können vom Solidaritätsgedanken von einer Gewerkschaft überzeugen, dass sie bei uns beitreten und uns noch stärker machen. Ausgezeichnet, vielen Dank. Nicola Behrens, 100 Jahre VPOD Kanton Zürich. Jetzt seht ihr zwei Punkte, wo du sagst, da bist du besonders stolz drauf. Ja, ich denke, einer der ganz wichtigen Punkte ist, dass man den Unterschied zwischen den Arbeitern und Angestellten hat können überwinden. Das ist etwas, was in den Anfängen eine ganz schwierige Geschichte war. Und dass jetzt da eigentlich sich das Problem erledigt hat. Ja, das ist. Ausgezeichnet. Und magst du dich noch erinnern, wie du eingetreten bist? Ja, ich habe den Job bekommen in der Stadt und dann bin ich eingetreten. Das ist irgendwie für mich völlig klar gewesen. Also, es ist. Also gar keine andere Möglichkeit, so quasi. Ja, also für mich ist klar gewesen, wenn man eine feste Anstellung beim Staat oder bei der Stadt hat, dann ist es nichts anderes als geboten aus Solidarität mindestens, dass man da mitmacht. Ausgezeichnet. Und wir werden jetzt der Führung von dir erleben hier. Kannst du uns ein oder zwei Punkte nennen über die Liegenschaft hier, die du dann wirst präsentieren oder führen? Also in dieser Liegenschaft ist die Gründung vom schweizerischen VPD ausgegangen. In dieser Liegenschaft ist die Kommunistische Partei von der Schweiz gegründet worden. Also es hat unglaublich viel Geschichte in diesem Haus und auch viel linke Geschichte. Und darum haben wir gedacht, es könnte nur auch die Leute und Kolleginnen und Kollegen vom VPD interessieren. Ausgezeichnet, wir machen dann eigene Führung mit. Merci vielmals. Ich bin zwar nicht Mitglied vom Kantonal, sondern vom städtischen VPD. Ich denke, das werde ich mir verzeihen. Ja, ich arbeite im Stadtarchiv, da kann ich anders. Also, bis vor ein, zwei Generationen hat man das Haus hier Eintracht genannt, insbesondere bei der Linken, weil da der deutsche Arbeiter Bildungsverein Eintracht 1888 das Haus gekauft hat und bis in den Ersten Weltkrieg betrieben hat. Die Eintracht also als Haus ist wirklich eines der frühesten Zentren der Zürcher Arbeiterbewegung gewesen. 1905 ist da die Gründung des Schweizer VPOD hat da stattgefunden. 1921 ist da die Kommunistische Partei gegründet worden. Also es ist wirklich ein ganz wichtiges Haus gewesen. Wir haben hier ein Bild vom Kämpfer, Zeitung von der Kommunistischen Partei. Würdest du es geben? Ja, gerne. Okay. Und ja. Da hinten ist so ein Schuppen gestanden, wahrscheinlich in so ein Ökonomiegebäude, wo 1922 umgebaut worden ist vom Architekt Max Rotter Druckerei vom Unionsverlag von der Kommunistischen Partei im oberen Stock hat die Redaktion vom Kämpfer stattgefunden und also man sieht dann auch schon rein räumlich, es steht sogar da auf dem Briefkopf, auf dem Kopf von der Zeitung, dass das ein Neumarkt 5 war, also dass das da innen stattgefunden hat. Beziehungen zwischen der Kommunistischen Partei und den Gewerkschaften sind so in den 20er Jahren ziemlich schwierig gewesen. Die Kommunistische Partei ist davon ausgegangen, dass die Aufgabe der Gewerkschaft sein müsse, die Revolution auszulösen. Und Gewerkschaften haben die Gewerkschaftsarbeit machen und die Arbeitsbedingungen verbessern, was die Kommunisten als reinen Pragmatismus und Reformismus denunziert worden ist. Es hat dann eine Gründung von
Oppositionsgruppe gegeben innerhalb der Gewerkschaften. Das ist die revolutionäre Gewerkschaftsopposition. Das war faktisch eine Spaltung innerhalb der Gewerkschaften. Wir haben die ziemlich Lampen bekommen. Und dann ist 1927 hat es dann den Bruch gegeben zwischen den Gewerkschaften und der Kommunistischen Partei. Das sind dann zwei. Andi Dauru, 100 Jahre VPO, der Kanton Zürich. Gibt es ein oder zwei Punkte, wo du sagst, da bist du besonders stolz drauf, da haben wir wirklich etwas vollbracht? Ja, also einerseits bin ich natürlich vor allem stolz darauf, dass es seit 100 Jahren aktive Mitglieder gibt. Personen, Leute, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natürlich insbesondere, aber auch ein Sekretariat auf die eine oder andere Seite, Gewerkschaftssekretärinnen und Sekretäre, die sich seit 100 Jahren sich für gewerkschaftliche Anliegen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der öffentlichen Hand im Kanton Zürich einsetzen. Auf das bin ich besonders stolz. Und wo ich natürlich auch sicher persönlich ein bisschen stolz bin, ist, dass wir die Abstimmung gewonnen haben gegen Privatisierung von den zwei grossen öffentlichen Spitälern in diesem Kanton, die Integrierpsychiatrie Winterthur und der Kantonsspital Winterthur. Das sind sicher die zwei Punkte, die mich stolz machen. Also die eine erst kürzlich und die andere über die letzten 100 Jahre. Prima. Und gibt es so ein, zwei Punkte, wo du würdest sagen, da haben wir noch Potenzial, da wollen wir noch dran arbeiten? Ja, ich denke natürlich insbesondere an die Mitgliedergewinnung und insbesondere halt auch, dass wir als VPD oder überhaupt Gewerkschaftsbewegung muss schauen, dass sie es auch wieder kann überbringen, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, wie wichtig das ist, dass man aktiv ist in einer Gewerkschaft, dass man eben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmeranliegen vertritt, dass die Sozialpartnerschaft nicht einfach etwas Selbstverständliches ist, was sich jetzt einfach so ein bisschen über die letzten 100 Jahre eingerichtet hat, sondern dass man immer wieder muss dafür kämpfen, muss dafür herstehen. Das sehen wir jetzt gerade auch, wenn es um die flankierenden Massnahmen geht, einfach so ein bisschen als nationales Beispiel. Ich denke, da müssen wir daran arbeiten, dass es wieder in den Köpfen der Angestellten im Kanton Zürich ist. Man muss soll Mitglied sein in einer Gewerkschaft. Es ist wichtig, dass man Mitglied ist. Und sicher, wo wir auch uns ein bisschen darauf konzentrieren müssen, sind so ein bisschen Arbeit der Zukunft. Das heisst, die ganze Entwicklung Richtung Digitalisierung. Da muss sich die Gewerkschaft auch diesen neuen Arbeitsformen, die kommen, Homeoffice und so weiter, all diesen Punkten, die nicht mehr einfach so einem regulären 8-5 Arbeitsplatz betrifft, dass man da einfach nicht den Anschluss verliert. Okay, prima. Jetzt noch die letzte Frage. Kannst du dich noch erinnern, wie du eingetreten bist? Ja, ziemlich. Ich habe gerade die Ausbildung angefangen zum Pflegefachmann und komme ein bisschen aus einer linken Gewerkschaftsfamilie und es war für mich klar gewesen, wenn ich die Ausbildung anfange am ersten Tag, muss ich eigentlich Mitglied sein bei meiner Gewerkschaft. Das war der VPOD. Okay. Okay, merci vielmals, Andi Dauru. Merci schön. Danke auch, merci vielmals. Katharina Brelitz-Schuber, 100 Jahre VPOD Kanton Zürich. Gibt es ein oder zwei Punkte, wo du würdest sagen, da bist du besonders stolz drauf, dass es so weit ist? Also das eine ist einmal, also stolz bin ich einfach, dass man 100 Jahre kämpft. Man hat angefangen im 18. Dann, wenn die Bedingungen ziemlich miserabel waren, darum ja dann auch der Generalstreik. Und ich habe so gesehen, die kontinuierliche, sukzessive Arbeit für jedes Fünfe, für jede halbe Stunde Verbesserung, hat man müssen kämpfen. Das beeindruckt mich enorm und zeigt auch, wie wichtig die Hartnäckigkeit ist. Und das nehme ich wirklich in Zukunft. Und das Zweite ist, seit 100 Jahren auch mit Widrigkeiten, der Kampf auch für eine soziale Gerechtigkeit, nicht nur für die eigenen Arbeitsbedingungen, sondern für eine soziale Gerechtigkeit, für einen Zugang, für einen guten Service Public, für alle zusammen, eben nicht nur für die, die das Geld haben, eben gute Bildung. Weil wir arbeiten ja drin im Service Public, also wenn wir dann auch gut anbieten, eben gute Bildung, gute Gesundheit und so weiter. Das ist immer wieder Kampf dabei gewesen und das berührt mich stark und ist auch ein Teil, den ich wirklich mit in die Zukunft nehme. Einerseits der Kampf für den Erhalt des Service Public, für Grundrechte, für alle, damit für mehr soziale Gerechtigkeit. Ausgezeichnet, also brauchen wir, denkst du, in naher Zukunft nicht nochmal einen Generalstreik?
Das bin ich nicht so sicher, weil die neoliberalen Tendenzen, im Moment, das ist eigentlich, kann man sagen, seit dem Mauerfall hat das angefangen. Oder? Plötzlich haben die neoliberalen Tendenzen enorm Aufwind bekommen. Gewisse Sachen, die eigentlich in der Schweiz normal waren, man gar nicht darüber diskutiert haben, werden zur Disposition gestellt. Ich nehme jetzt gerade, wir stimmen jetzt dann im Februar über das Wassergesetz ab. Plötzlich diskutiert man das Wasser nicht mehr einfach zum Allgemeingut zu haben. Oder eben, man diskutiert über Privatisierungen, über Abbau. Man verteilt gigantisch zugunsten nicht von der Armen, sondern von der Reichen. Die Arbeitsbedingungen haben für die Unteren und für die Mittleren nicht verbessert in den letzten 20 Jahren. Nur für das Oberste 1 oder maximal 10%. Ich weiss nicht. Wenn da nicht wieder ein Wandel kommt bei den Bürgerlichen, ich denke auch noch an die Steuerreform, schon wieder einen massiven Umbau zugunsten der Reichsten und damit eine Aushöhlung des Service Public. Ich hoffe immer noch auf die Wahlen. Vielleicht gibt es einen gewissen Wandel. Dann müssen wir nicht zum Generalstreik schreiten. Aber vielleicht sieht es anders aus. Und wir Frauen, wir denken daran. 2019 reden wir über einen Frauenstreik. Weil wir jetzt, ich kann jetzt bald sagen, zwei Generationen haben wir eigentlich in der Verfassung gleichen Lohn. Für gleichwertige Arbeit. Wir haben in der Verfassung Gleichberechtigung vieles nicht umgesetzt. Wir haben genug. Darum, für uns ist klar, 2019 streiken wir. Vielleicht sogar irgendwann ein Generalstreik. Ausgezeichnet. Und bist du, oder sagen wir es mal so, gibt es noch ein oder zwei Punkte, wo du würdest sagen, da muss das VPOD noch dran arbeiten oder da haben wir noch Potenzial und da wollen wir noch vorwärts machen? Es ist klar, je stärker wir organisiert sind, je mehr Macht haben wir und je mehr Kraft haben wir. Und von dort her müssen wir alles daran setzen, dass wir den Leuten begrifflich machen, wie wichtig der Beitritt zu einer Gewerkschaft ist. Nicht, dass salopp quasi irgendetwas veraltet, sondern die Leute müssen werken. Widerstand lohnt sich. Widerstand ist aber auch nötig, sonst gibt es Abbau. Und darum eben Mitgliederwerbung, den Leuten erklären, was wir machen, welche Erfolge wir dann haben, auch individuell. Das ist das Potenzial, das wir haben und auch müssen ergreifen. Okay, jetzt noch eine letzte Frage. Magst du dich noch erinnern, wie du eingetreten bist? Ja, ich war junge Studentin. Ich studiere oder habe studiert Sozialarbeit. Ich habe angeschaut, wer hilft, tatsächlich eine Verbesserung der Sozialpolitik herzubringen. Das sind ganz eindeutig Gewerkschaften. Darum im eigenen Interesse, individuell für den Arbeitsplatz, aber vor allem für eine gute Sozialpolitik, bin ich Gewerkschafterin geworden, sprich mit etwa 20. Ausgezeichnet. Merci vielmals, Katharina Prelli-Schuler. Danke auch. Nur über den ersten Stock zugänglich sein. Erstmals alle zusammen 88. Okay. Von dem Gebäude da hinten, wo der Mietstaat bis zum Mietlicht und alles abliest. Und die Schuhmacher sind nicht so gut wie Kassel. Thank you.
Ja, ich habe hier die Hand.
Ich kann auch gut, 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 ich kann auch gut
Ja,
Thank you.
Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr geniessen zu essen da rein. Ab den 8. jetzt gibt es nachher auch noch ein Selbstzahler-Buffet im anderen Raum bis um 12 Uhr, wo ihr euch auch weiter könnt verpflegen auf eigene Kosten. Aber essen und trinken zuerst fertig, was da steht. Und jetzt möchte ich euch begrüßen zum musikalischen Teil von heutigen Abend. Die Jungs, Jugend drängt. Ignition on stage. Viel Spaß. Guten Abend miteinander. Danke schön. Dankeschön, da draußen steht noch ein ganzer Kollege Gnocchi. Bitte lasst euch los. Also, das ist ein bisschen.
Take me down,
sind euch dankbar, dass ihr uns gebucht habt von daher. Sun.
nein. Ja. Ja. Ja, noch geschafft. Ja. Ganz schöne Nummer. Und die Zone hier. Gesunde und one and only. Cantatore! Thank you.
passions through all my senses have been strained. My hands can feel no pain. On my toes the conscious death. We'll be right back.
Ich
Thank you.
So, meine Server, jetzt höre ich mich selber. Habe mich selber gehört, dann weiss ich nicht mehr, ob ich etwas schon gesagt habe oder nicht. Ich verabschiede mich ganz herzlich, damit ihr auch noch wisst, wer das hier gestreamt hat. Haben wir auch noch die Schuld gegeben, wenn irgendetwas mal nicht drauf war oder schlecht drauf war. Es war eine gute Sache. Ich verabschiede mich und verabschiede mich gleichzeitig auch von diesem wunderbaren Anlass. Es war eine gute Sache. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.